euch dort draußen. Wie krank muss man sein, um kleine Kinder zu missbrauchen, sie zu quälen und ihre Seelen zu rauben und danach ihnen das Gefühl geben, sie würden nichts taugen. Was läuft nur schief in euren Kopf? Seh ich einen von euch auf der Straße, dann laufe lieber sofort, sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Mein Hass bekommst du dann heftig zu spüren. Kein Vergeben, kein Vergessen, wie bei Karate-Tiger werden wir uns eines Tages rächen. Dann ist es zu spät für das letzte Gebet. Ihr habt schon viel zu lange ohne Strafe gelebt. Es wird langsam mal Zeit, euch zu zeigen, was es eigentlich heißt, hier richtig zu leiden. Voller Hass und ohne Verstand jagen wir euch Kinderschänder durch das ganze Land. Hab selber ein kleines Kind zu Hause, beschütze es jeden Tag, natürlich ohne Pause. Ich könnte mir das niemals verzeihen, wenn was passieren würde durch so ein Dreckschwein. Viele Eltern sitzen jetzt grad daheim mit den Schmerz allein. Kinder schlafen nicht richtig mehr ein. Soll das nur die Gerechtigkeit sein? Die Täter sperrt man nur für eine kurze Zeit ein. Dankeschön, Herr Richter, wieder mal gut gemacht. Mit keiner einzigen Silbe mal an die Kids gedacht, die sich quälen und Angst haben vor jeder Nacht und Fragen aufkommen, was hab ich falsch gemacht? Hinkelmann, du bist doch auch noch dran. Für deine Taten wirst du bluten. Wir kommen dich schon bald besuchen zu Kaffee und Kuchen. Und das Letzte, was du dann frisst, sind unsere Kugeln. Nein! Nein! Ich will es hier an! Nein! Nein! Wichser!